Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute ist das letzte Video zur Röntgenstrahlung und wir wollen tatsächlich ansehen, wie die Röntgenstrahlung eigentlich am Detektor gemessen wird. Nun, tatsächlich werden wir uns jetzt verschiedene Detektortechnologien ansehen. Die wichtigsten sind Bildverstärker und Flachbilddetektoren und dann werden wir uns angucken, wie sich das Rauschen eigentlich entlang der gesamten Interaktion ausbreitet und welches Rauschen wir am Detektor erwarten können. Die etwas ältere Technologie, die tatsächlich noch ab und zu im Einsatz sind, sind sogenannte Bildverstärker. Diese Bildverstärker sind ähnlich aufgebaut, wie wir es von den Fernsehröhren kennen. Also hier werden Elektronenoptik eingesetzt, um dann entsprechende Detektion durchzuführen. Also natürlich schon unterschiedlich, weil wir statt ein Bild zu erzeugen, das Bild hier aufnehmen wollen. Aber vom Aufbau mit der Vakuumröhre ist es prinzipiell nicht unähnlich. Schauen wir uns den Bildverstärker im Detail an. Also wir haben, der Eingabephosphor erzeugt Licht. Die Photokathode wandelt das Licht dann in Elektronen um. Diese Elektronen werden durch Elektronenoptik beschleunigt, um dann an einem Ausgabephosphor wieder in Licht umgewandelt zu werden, um dort letzten Endes digitalisiert und gemessen zu werden. Schauen wir uns noch mal ein bisschen mehr Detail an. Also wir sehen hier, dass der Eingabephosphor und die Photokathode sehr nah beieinander sind. Und dann haben wir eben diesen langen Elektronenbeschleuniger, der nochmal zu einer Verstärkung des Signals führt. Durch die Elektronenoptik können wir durch entsprechende Spannung natürlich den Pfad der Elektronen nochmal verändern, was dann auch unterschiedliche Vergrößerungen zulässt. Und am Ende haben wir eben diesen Ausgabephosphor, der das Ganze wieder in sichtbares Licht umwandelt. Hat einige interessante Vorteile, so eine Technologie zu verwenden. Zum Beispiel hat diese Elektronenoptik erlaubt es, völlig freie Zooms zu realisieren, also völlig freie Vergrößerungen zu realisieren. Man kann es vielleicht vergleichen, so ähnlich wie man es von der Digitalkamera hat, mit der optischen Vergrößerung, die sich eben auch völlig stufenfrei einstellen lässt. Und tatsächlich gibt es noch weitere Details, die wir uns hier angucken sollten, und zwar das Scintillatormaterial, also den Eingabephosphor. Der reagiert natürlich auch unterschiedlich auf unterschiedliche Röntgenstrahlungen und sollte richtig ausgewählt werden. Und die Eigenschaften dieses Scintillators bestimmen sich natürlich aus den Materialien. Insbesondere sind hier als Materialien Zink-Cadmium-Sulfide oder Cäsium-Iodid sehr weit verbreitet. Nun schauen wir uns mal die Absorptionsspektren an, hier links. Dann sehen wir zum Beispiel, dass bei dem Referenzspektrum, zum Beispiel 80 KVP, sehen wir, dass wir mit dem Cäsiumiodid eine deutlich bessere Überlappung haben. Das heißt, die Photonen in dem Energiebereich, auch in den höheren Energien, werden deutlich stärker absorbiert und führen dann natürlich auch zu einer höheren Umwandlung in Photonen, die dann von der Photokathode entsprechend in Elektronen umgewandelt werden können. Wir sehen, dass das Zink-Cadmium-Sulfid hier eine kleinere Überlappung hat. Und diese kleinere Überlappung führt dann auch dazu, dass weniger Photonen auf der Ausgabeseite generiert werden würden. Auf der Ausgabeseite gibt es natürlich auch wieder ein Spektrum. Die entstehenden Wellenlängen sind auch unterschiedlich verteilt. Wir sehen, dass das Cäsiumiodid prinzipiell niedrigere Wellenlängen produziert als zum Beispiel unser Zink-Cadmium-Sulfid. All das sind Aspekte, die man natürlich berücksichtigen muss, wenn man einen entsprechenden Detektor entwirft. Ein weiterer Vorteil von Cäsiumiodid ist, dass es sich in einer Mikroröhrenstruktur anfertigen lässt. Und das hat zum Effekt, dass wir quasi weniger Verlust durch Verschmierung haben. Und wenn wir hier uns die Beispielabbildung ansehen, dann sehen wir ankommende Röntgenstrahlen und die neu konvertierten Photonen bleiben eben in dieser Mikroröhre und diese Mikroröhren führen dann zu einer geringeren Verschmierung des Bildes. Auch aus diesem Grund findet Cäsiumiodid eine sehr weite Verbreitung und wird auch in modernen Detektortechnologien immer wieder eingesetzt. Ein Nachteil von solchen Bildverstärkern ist, dass wir typischerweise den Eingabebildschirm, also genau den Scintillator, den wir gerade eben besprochen haben, nicht immer perfekt herstellen können. Das führt dann dazu, dass wir entsprechende Verzerrungen bei der Bildgebung haben, diesen Vignetteneffekt. Und diese Vignette hat zum Beispiel das Problem, dass wir Geometrien dann nicht mehr deutlich wiedergeben können. Wir sehen hier diese nichtlineare Verzerrung,
die dann entweder korrigiert werden muss oder eben zu verzerrten Bildern führt. Und wenn wir später zum Beispiel damit CT-Rekonstruktion machen wollen, indem es eben auf genaue Geometrien der Linien ankommt, dann ist so ein Vignetteneffekt natürlich von Nachteil. Eine modernere Technologie sind die sogenannten Flat-Panel-Detektoren, also Flachbett-Detektoren. Diese Flachbett-Detektoren sind von der Einbaugröße deutlich besser, weil sie ähnlich wie ein Flachbildschirm sich sehr, sehr viel platzsparender anfertigen lassen. Das hat dazu geführt, dass sie eine große Verbreitung in interventionellen Anwendungen, also im OP, finden. Wir sehen diese C-Bögen hier unten, die heutzutage fast ausschließlich solche flachen Detektoren verwenden. Zudem sind sie auch dosiseffizienter. Sie können also mehr eingehende Röntgenquanten in nutzbares digitales Signal umwandeln und erreichen auch bessere Rauschverhältnisse. Auch aus diesen Gründen finden diese Detektoren heute breite Verwendung. Die ersten Exemplare wurden in Mitte der 90er entwickelt. Mitte der 2000er Jahre war eigentlich der Durchbruch, sodass seitdem im Wesentlichen diese Detektoren hergestellt werden. Insbesondere interessant dabei ist, weil sie eben flach sind und sich perfekt planar herstellen lassen, ermöglichen sie es auch, Computertomographie, also Schichtbildgebung, im OP zu realisieren. Es gibt zwei unterschiedliche Konversions-Umwandlungsverfahren in diesen Detektortechnologien. Das ist einmal die direkte Umwandlung. Hier wird also direkt aus dem Röntgenquant ein messbares elektrisches Signal generiert. Und es gibt noch die indirekte Umwandlung. Hier wird wieder ein Szintillator verwendet, der sichtbares Licht generiert. Und dieses sichtbare Licht wird dann von Fotodioden in ein entsprechendes elektrisches Signal umgesetzt. Und dieses elektrische Signal können wir dann digitalisieren. Tatsächlich wird bei beiden Detektortechnologien ein entsprechender Readout verwendet, typischerweise zeilenweise mit einer bestimmten Frequenz. Dann wird das Ganze nochmal verstärkt. Der Strom des Verstärkers wird dann digitalisiert und diese digitalen Daten werden dann über einen Bus geschickt. Also typischerweise wird direkt aus den Flachdetektoren ein digitales Signal generiert und dieses digitale Signal wird dann in der Anlage entsprechend weitergeleitet und verarbeitet. Es gibt noch die Möglichkeit, mehrere Pixel zusammenzuschalten. Damit kann ich also virtuell verschiedene Pixelgrößen erzeugen. Zum Beispiel lassen sich damit Vergrößerungseffekte erzeugen. Aber diese sind nicht ganz so beliebt, weil ich eben nur in festen Stufen zusammenschalten kann. Also ich kann 2x2 Pixel zusammenschalten, 3x3, 4x4, aber ich kann nicht frei vergrößern, so wie ich das eben mit einem Bildverstärker tun könnte. Das hat am Anfang ein bisschen zu Problemen in der Akzeptanz mit diesem Detektortyp geführt. Allerdings die scharfen Bilder mit weniger Rauschen haben dann wirklich dazu geführt, dass es für sehr breiten Anwendung kam und es heute die de facto Technologie ist. Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass sich das Rauschen entlang der Bildgebungskette anzugucken. Und wir sehen dabei, dass wir zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen brauchen. Und das sind die sogenannte Poisson-Verteilung und die Binomialverteilung. Wenn wir diese beiden Verteilungstypen kennen, dann können wir wirklich uns die gesamte Statistik durchrechnen, Erwartungswerte und Standardabweichungen berechnen, wie wir sie am Detektor erwarten würden. Nun sehen wir uns zuerst die Poisson-Verteilung an. Das ist eine Verteilung, die typischerweise eingesetzt wird, um das Vorkommen von diskreten Anzahlen zu messen. Dazu wird ein Mittelwert definiert, N0, das ist also quasi der Erwartungswert. Und dann kann ich die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass bei diesem Mittelwert eine andere Anzahl n auftaucht. Das heißt, ich berechne die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl klein n beobachtet wird und diese ergibt sich aus der erwarteten Anzahl n0 hoch n geteilt durch Fakultät n mal e hoch minus n0. Wenn wir uns die Form dieser Verteilungskurven anschauen, dann sehen wir hier rechts, am Anfang zumindest asymmetrisch sind, bei kleinen Fallzahlen, je höher der Erwartungswert wird, desto mehr nähert sich diese Poisson-Verteilung einer gaußschen Verteilung an. Nun, wir können sagen, dass ungefähr bei 20 es keine schlechte Approximation ist,
mit einer Gausskurve zu rechnen. Bei kleineren Fallzahlen ist es besser, tatsächlich die Formulierung wie hier auf der Folie zu wählen. Und natürlich ist es in der Formel notwendig, die Fakultät zu berechnen, und das kann numerisch recht aufwendig werden. Deswegen sind in den typischen Implementierungen, wird dann zum Beispiel in Python oder MATLAB, die schalten automatisch auf eine Gauss-Approximation um, um entsprechend schnellere Rechenzeiten zu erlauben. Nun schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Also wir können diskrete Vorkommen damit berechnen, zumindest die Wahrscheinlichkeiten dieser diskreten Vorkommen berechnen. Gehen wir davon aus, dass in einem Geschäft durchschnittlich 15 Besucher erwartet werden. Und jetzt wollen wir ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass morgen 20 Kunden in mein Geschäft kommen, wenn nicht gerade Corona ist. Ne? Dann kann ich das ausrechnen und das passiert einfach durch entsprechendes Einsetzen. Wir sehen hier, klein n ist dann 20, groß n ist 15. Ich kann das einsetzen, 15 hoch 20 geteilt durch Fakultät von 20 mal e hoch minus 15. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass morgen 20 Kunden in das Geschäft kommen, liegt bei 4,18%. Naja, vielleicht sind es doch Zahlen aus dem Corona-Zeitalter. Ich würde hoffen, dass da mehr Kunden kommen. Schauen wir uns die Binomialverteilung an. Mit der Binomialverteilung kann ich Serienexperimente bestimmen. Und zwar genau Serienexperimente von Experimenten, die nur zwei unterschiedliche Ausgänge haben können. Das könnte quasi der Ausgang Ja oder Nein sein oder typischerweise ein Münzwurf, der in der Wahrscheinlichkeitstheorie immer ganz häufig als Beispiel herangezogen wird. Damit können wir dann die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wenn ich groß n mal hintereinander das Experiment durchführe, dass klein n mal das gewünschte Ergebnis kommt. Und wir können hier sehen, dass wir das dann berechnen können als klein n aus groß n mal p hoch n mal 1 minus p hoch groß n minus klein n. Wobei p die Wahrscheinlichkeit ist, dass unser Ereignis wirklich eintritt. Auch hier sehen wir, dass mit erhöhter Wurfzahl, also mit größeren n, steigen natürlich die Wahrscheinlichkeiten für höhere Zahlen. Und wir sehen auch, dass mit größerem n, also mit größerer Zahl der Versuche, auch langsam die Streuung zunimmt. Nun sehen wir uns auch hier ein Beispiel an. Wir möchten also eine Münze werfen. Wir werfen sie genau 30 Mal und wir wollen nun wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also genau 20 Mal Kopf erscheint. Natürlich setzen wir hierbei eine ideale Laplace-Münze ein, die genau 50% Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl hat. Und damit können wir dann unsere Formel anwenden. Wir übersetzen unser klein n aus groß n in die entsprechende Schreibweise mit Fakultäten und erhalten dann 30 Fakultät durch 20 Fakultät mal 30 minus 20 Fakultät mal 0,5 hoch 20 mal 1 minus 0,5 hoch 30 minus 20. Und wenn wir das ausrechnen, erhalten wir ungefähr 0,028. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, 20 Mal Kopf zu erhalten bei 30 Münzwürfen mit einer Laplace-Münze, liegt genau bei 2,8%. Also solche Arten von Ergebnissen können wir damit berechnen. Und jetzt schauen wir uns mal unsere Röntgenkette an, wo die relevant sein könnten. Naja, die Poisson-Verteilung ist natürlich relevant für die Röntgengeneration, weil wir wissen wollen, wie viele Photonen dann dort tatsächlich generiert werden. Bei der Absorption ist dann die Binomialverteilung wichtig, weil wir wissen wollen, wurde absorbiert oder wurde nicht absorbiert. Und für die Röntgendetektion ist auch wieder die Binomialverteilung wichtig, weil hier auch wieder tritt eine Absorption ein oder tritt sie nicht ein. Nun, wir können das tatsächlich durchrechnen und wir haben auch im Skript dazu noch mehr Informationen, wie man das genau tut. Aber wir können damit zeigen, dass tatsächlich die gesamte Verarbeitungskette dann am Ende darauf zurückfährt, dass wir eine Poisson-Verteilung erreichen. Und nun können wir die einzelnen Schritte entlang unserer Bildkette in solchen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen darstellen. Also hier die Generation unserer Röntgenstrahlung mit der Poisson-Verteilung. N0 ergibt sich dann quasi als die Anzahl der beschleunigten Elektronen mal Px, das die
Wahrscheinlichkeit angibt, dass dieses Elektron in ein entsprechendes Photon umgewandelt wird. Und das können wir über die Poisson-Verteilung ausdrücken. Damit erhalten wir quasi die Zahl der Photonen und dann können wir die gesamte Binomialverteilung hindurchrechnen und wir können zeigen, dass sich dann am Ende eine entsprechende Verteilungsfunktion für unsere detektierten Photonen ergibt. Und interessanterweise folgt die genau dem Lambert-Beer'schen Gesetz. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, nicht absorbiert zu werden, genau über e hoch minus das Integral über μ s entlang s, also vorhin war es noch x, wenn wir den Strahl folgen, hier haben wir s für den Strahl. Und wir sehen, dass es sich genau dadurch ausdrücken lässt. Sprich, unser Lambert-Beer'sches Gesetz, das wir uns erst vor kurzem angesehen haben, ist nichts anderes als ein Gesetz, das eine Wahrscheinlichkeit umsetzt. Und zwar nehmen wir die Intensität an der Röhre mal der Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden Photonen ungehindert durch den Patienten eben hindurchgehen. Und das ist das, was wir auf der anderen Seite natürlich am Detektor messen. Das heißt, wir können diese gesamte Röntgenbildgebung erstens probabilistisch modellieren auf einer Kette von Poisson- und Binomialeffekten. Und wir können zeigen, dass das Lambert-Beer'sche Gesetz letzten Endes ein Produkt eben genau dieser Verkettung von Wahrscheinlichkeitsereignissen ist, so dass wir den Mittelwert entsprechend bestimmen können, welcher genau durch das Lambert-Beer'sche Gesetz ausgedrückt wird. Interessant dabei ist auch, dass wir die gesamte Statistik eben auch beschreiben können. Das heißt, wir können auch nicht nur den Mittelwert berechnen, sondern auch die Standardabweichung. Und damit wird es dann möglich, Signal-zu-Rausch-Verhältnisse zu definieren, wobei wir hier das Signal-zu-Rausch-Verhältnis definieren als den Erwartungswert μ geteilt durch die Standardabweichung Sigma. Und damit können wir dann angeben, wie gut ein gewisser Kontrast wohl sichtbar ist, beziehungsweise wie groß eben dieses Verhältnis von Rauschen zu Signal ist. Interessanterweise können wir hier den Effekt der Poisson-Verteilung nutzen. Die Poisson-Verteilung hat die Eigenschaft, dass die Standardabweichung genau der Wurzel des Mittelwerts entspricht. Das heißt, wenn unser Mittelwert, unser N0 mal die Wahrscheinlichkeit ist, durch das gesamte Objekt hindurchzukommen, dann können wir das Signal-zu-Rausch-Verhältnis entsprechend berechnen als unser N0 mal PA geteilt durch die Wurzel aus N0 mal PA. Und das kürzt sich sehr schön, das heißt unser Signal-zu-Rausch-Verhältnis Wurzel aus N0 mal der entsprechenden Passwahrscheinlichkeit, mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Objekt passieren können. Die Beobachtung ist sehr interessant, weil wir hier sehen, dass das Signal-zu-Rausch-Verhältnis letzten Endes in der Wurzel der eingesetzten Photonen liegt. Das heißt, wenn ich das Rauschen halbieren will, dann muss ich viermal so viele Photonen einsetzen, um ein entsprechend besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu erreichen. Und das bedeutet natürlich, dass wir Rauschen und Dosis in ein direktes Verhältnis setzen können. Wir können also zeigen, dass je mehr Dosis wir verwenden, desto besser wird unser Signal-zu-Rausch-Verhältnis, leider nicht linear, sondern mit einer Quadratwurzel. Ja, das hat natürlich auch entsprechende Effekte und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir versuchen, in der Röntgenbildgebung immer die Dosis und damit auch das Bildrauschen so zu wählen, dass wir gerade so noch die Diagnostik sicher durchführen können. Nun sehen wir uns ein paar Anwendungen an. Naja, natürlich kennt jeder von euch die Radiographie. Hier werden Bilder von Knochenbrüchen gemacht, von Schienen und so weiter. Wenn man sportaktiv ist, dann und sich schon mal irgendwie ein Band gerissen hat oder einen Knochen gebrochen, dann kennt man natürlich solche Bilder. Ein anderer Einsatz ist die Fluoroskopie. Hierbei werden dann schnelle Sequenzen von Bildern erstellt. Hierbei ist natürlich Dosis umso wichtiger, weil wir nicht nur ein Bild machen, sondern viele Bilder hintereinander. Und hier waren gerade die Bildverstärker in den 1940er Jahren die Schlüsseltechnologie, die dafür gesorgt hat, dass überhaupt Fluoroskopie mit einer erträglichen Dosis überhaupt eingesetzt werden kann, weil ansonsten
das Bildrauschen und der Kontrast zu schlecht gewesen wäre, um dort schnelle Sequenzen von Bildern zu machen, hätte viel zu große Dosis für die entsprechenden Patienten verursacht. Nun, was kann man mit so einer Fluoroskopie machen? Sehr spannend, minimalinvasive Operationen. Das führt dazu, dass man mit modernen Fluoroskopiegeräten heute Operationen am Herzen durchführen kann, ohne dafür den Brustkorb zu öffnen. Man macht einen kleinen Schnitt in der Leiste, führt dort einen Draht ein, einen sogenannten Katheter, und mit diesem Katheter kann man dann zum Beispiel bis zum Herz oder bis zum Gehirn vordringen, um dann entsprechende Interventionen zu machen, zum Beispiel beim Herzen Arterien wieder öffnen, die verkalkt sind, oder im Gehirn bei einem Schlaganfall entsprechende Gerinnsel entfernen. Nun ist es natürlich schwierig, in so einem Körper zu navigieren, weil man ja nur innerhalb der Gefäße sich mit so einem Draht bewegen kann. Deswegen wird dafür Kontrastmittel eingesetzt. Typischerweise jodbasiert, ne? Man spritzt so ein bisschen Jod mit ein, das sorgt dann dafür, dass die Röntgenstrahlung relativ stark absorbiert wird und man kriegt dann eine Darstellung nur der Gefäße. Nun, man kann das Ganze noch verbessern, indem man eben eine digitale Subtraktionsangiografie einsetzt, und hier wird zusätzlich zum Kontrastmittel auch noch ein Subtraktionsschritt eingeführt. Die Idee hier ist es also, zwei Aufnahmen zu machen, desselben Objekts, und einmal mit Kontrastmittel und einmal ohne Kontrastmittel. Und dann nehme ich diese beiden Bilder und ziehe sie voneinander ab, und durch das Abziehen bleibt dann nur das Kontrastmittel übrig. Das ist der einzige Unterschied, der zwischen den beiden Bildern passiert ist. Und wir können sehr schöne Darstellungen der Gefäße erreichen, und diese sind in weiter Verbreitung, insbesondere bei Navigation minimalinvasiv durch den Körper, weil wir dann eben nur einmal kurz Kontrastmittel spritzen, diese zwei Bilder machen, voneinander abziehen und dann das entsprechende Bild überblenden auf das Live-Bild, um zu zeigen, wo die Gefäße liegen. Ganz tolle Technologie, sehr weite Verbreitung, eins der teuersten Patente, das überhaupt in der interventionellen Medizintechnik erstellt wurde, weil die Technologie so gute Kontraste ermöglicht, im Wesentlichen von allen großen Herstellern lizenziert. Der Mann in Wisconsin, der das Ganze erfunden hat, hat also da ein sehr erfolgreiches Patent angemeldet und konnte dann in der Folge die Einnahmen aus dem Patent nutzen, um verschiedene Firmen zu gründen, hat dann auch weitere Patente wieder angemeldet und ist immer noch heute als Erfinder aktiv. Nun, welche Kontrastmittel gibt es noch? Meistens wird Jod eingesetzt, aber zum Beispiel können auch gasförmige Kontrastmittel eingesetzt werden. Zum Beispiel können auch andere Kontrastmittel eingesetzt werden, wie zum Beispiel beim Schlucken für Magen- und Darmgegenden oder auch für Schluckuntersuchungen, die mit Angiografie durchgeführt werden. Und hier nochmal die Idee der digitalen Subtraktionsangiografie, die einzelnen Schritte aufgelistet. Wir nennen dabei das nicht kontrastierte Bild das Maskenbild und das kontrastierte Bild das Füllbild. Und das Ganze können wir natürlich auch hier in diesem Beispiel zeigen. Wir sehen einmal das Maskenbild, das Füllbild, hier am Beispiel einer Hand. Und wir sehen in dem Bild B ganz wenig Kontrastmittel. Wird wirklich mit sehr kleinen Dosen Kontrastmittel gearbeitet. Und wir sehen gar nicht so gut, wo hier die Arterien sind. Und wenn ich nun die beiden Bilder voneinander abziehe, dann sehe ich sofort auf einen Blick, wo das Kontrastmittel ist. Natürlich ist die Subtraktion nicht immer perfekt, deswegen sehe ich so einen leichten Schatten der Hand. Aber tatsächlich ist dieser Schatten gar nicht so unbeliebt, weil dadurch dem Interventionalisten auch gezeigt wird, welche Arterien wo ungefähr liegen. Und häufig wird das gar nicht als so störend empfunden, solange man einen guten Kontrast der Gefäße hat bei Einsatz von entsprechend wenig Kontrastmittel. Nun kommen wir schon zum Ende. Wenn es Fragen gibt, bitte entweder in Studon posten oder als Kommentar unter dieses Video. Und natürlich kann ich weitere Literatur empfehlen. Und die weitere Literatur, die ich natürlich allen ans Herz legen möchte, ist unser Medizintechnik-Lehrbuch, das ihr auch unten unter dem Video verlinkt, frei herunterladen könnt. Das erste Open-Source-Lehrbuch, das bei Springer veröffentlicht wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wiedersehen.